Was gab es diese Woche Neues aus Wirtschaft und Unternehmen? Trotz Zinswende ist der US-Arbeitsmarkt nach wie vor sehr stabil. Die Arbeitslosenquote sinkt sogar weiter von 3,7 auf 3,5%. Das löst natürlich Befürchtungen aus, dass ein weiterer großer Zinsschritt von der US-Notenbank im November folgen könnte. Aber die Notenbank wird auch auf den Lohndruck achten. Die Löhne, die Stundenlöhne sind ja in Amerika in letzter Zeit gestiegen, auch weiter gestiegen. Allerdings, die Anstiege sind nicht mehr so stark, wie sie schon einmal waren. Also von daher ist etwas Entspannung abzusehen. Dennoch sprechen sich viele führende US-Notenbanker weiter für aggressive Zinspolitik aus. Ganz klar soll Inflationsbekämpfung vor Wirtschaftswachstum stehen. Nach Micron warten nun auch AMD, Samsung und Intel vor einem rückläufigen Chipgeschäft. Intel will jetzt sogar Tausende von Stellen streichen. Dies sorgt für deutliche Kursverluste bei den entsprechenden Halbleiterproduzenten. Konjunkturelle Schwankungen sind in dieser Branche ja ganz normal und üblich. Allerdings, dass ein Nachfragerückgang in dieser Dynamik passiert, das gibt selten. Und das, obwohl noch vor kurzer Zeit extremer Mangel bei den Chips war. Insbesondere die Nachfrage nach Chips für PCs, also Prozessoren und Speicherchips, sind rapide deutlich gesunken. Die weltweit hohe Inflation dämpft natürlich die Nachfrage. Das Verbrauchervertrauen ist gesunken, das Geld bei den Verbrauchern wird knapp. Und all das wirkt sich natürlich negativ auf die Nachfrage aus. Dennoch gibt es Unterschiede, gerade bei den Chip-Produzenten, die für den Maschinenbau, für die Elektroindustrie produzieren, da ist die Nachfrage relativ hoch und da ist auch noch ein deutlicher Auftragsbestand vorhanden. Davon wiederum profitiert beispielsweise Infineon. Aber natürlich auch hier die Sorge, sollte es zu einer schweren Rezession kommen, dann wird auch da natürlich die Nachfrage entsprechend negativ beeinflusst. Der lange diskutierte Vorschlag einer Gaspreisbremse wurde Anfang der Woche, am Montag, um es genau zu sagen, von der Gaskommission veröffentlicht. Rund 90 Milliarden Euro sollen für Privathaushalte und Industrie zur Verfügung gestellt werden, um bei 80% des Gesamtverbrauchs einen niedrigeren und festen Gaspreis zu garantieren. Und damit natürlich spürbare Entlastung sowohl für Industrie als auch für die Privathaushalte in Aussicht gestellt werden. Eine zweite Stufe soll dann später folgen. Das wird natürlich einiges Geld kosten. Auf der anderen Seite warnt gerade die Industrie und das Gewerbe davor, dass Deutschland ausbluten wird, wenn nichts gegen diese enorm hohen Energiekosten getan wird, weil natürlich im Wettbewerb die Wettbewerbsnachteile gerade in Europa und insbesondere in Deutschland extrem hoch sind und das von vielen gerade mittelständischen Unternehmen nicht mehr aufgefangen werden kann. Deindustrialisierung in Deutschland ist das Stichwort, wovor viele warnen. Laut Prognose des IWF wechselt Deutschland, und das passt auch in diese Stimmungslage, von der Rolle des Kraftzentrums, die es ja jetzt über viele Jahre gespielt hat, zum Sorgenkind. Auch das gab es schon mal in den 90er Jahren. Beim Wirtschaftswachstum sieht der IWF Deutschland als Schlusslicht unter den großen Industriestaaten. Für das laufende Jahr beträgt die Prognose für das Wachstum in Deutschland 1,5% und für nächstes Jahr sogar eine Rezession von etwa 0,3%. Die Bundesregierung geht von etwa 0,2% aus. Damit kürzt der IWF seine Prognose schlagartig um ganze 3%. Auch das
ist bemerkenswert. Schuld daran vor allem natürlich der Ukraine-Krieg mit seinen Auswirkungen auf die Energiepreise. Thema war ja gerade. Das Verbrauchervertrauen, die Lieferkettenproblematik, die nach wie vor vorhanden sind und die steigenden Kosten. Und der IWF warnt weiter, die Unsicherheit ist groß, sollte der Winter kalt werden und die Einsparungen weniger als gedacht, dann könnte es sogar zu Energierationierungen kommen, vor denen ja auch immer wieder gewarnt wird, und dann könnten auch diese Prognosen schnell ad absurdum geführt werden und deutlich negativere Folgen drohen. Die Bank of England, also die englische Notenbank, weitet ihre Stützungskäufe für die Finanzmärkte aus und warnt gleichzeitig vor einer Finanzkrise. Da scheint sich einiges zusammengebraut zu haben. Der Grund? Eine anhaltende Verkaufswelle bei britischen Staatsanleihen. Analysten machen dafür die Wirtschaftspolitik der neuen britischen Regierung verantwortlich, die ja einen Vorstoß angekündigt hat mit sinkenden Steuern, mit großen Ausgaben, mit Wirtschaftshilfen. Eins der größten Wirtschaftsunterstützungsprogramme der letzten Jahrzehnte sollte aufgelegt werden. Und das löst natürlich Befürchtungen aus im Hinblick auf die Staatsverschuldung und auf die weiter ausufernde Inflation. Und das ist natürlich Gift für das Vertrauen der Investoren in britische Staatsanleihen. Deshalb diese Verkaufswelle und deshalb diese Unterstützungsmaßnahmen der Bank of England. Das Volumen musste erhöht werden, in der Breite musste es ausgeweitet werden und die Industrieanleihen, die Unternehmensanleihen, deren Verkäufe wurden für die gesamte Woche ausgesetzt. Die britische Regierung hat zum Teil reagiert. Schon vor einigen Tagen wurde ja bekannt, dass die geplanten Steuersenkungen beim Körperschaftssteuersatz, beim Spitzensteuersatz zurückgenommen werden sollen. Da hat die britische Regierung bereits eine Kehrtwende eingeleitet. Abzuwarten bleibt, ob Liz Truss weiter einlenkt oder ob sie bei ihrem Kurs bleibt. BASF vermeldet einen Gewinneinbruch wegen schwächerer Betriebserträge und erneuter Abschreibungen auf die Tochter Wintershall Dea. Grund für diese Abschreibungen bei Wintershall Dea: Wintershall Dea ist ja an der Nord Stream AG beteiligt und seitdem kein Gas mehr durch Nord Stream 1 durchgeleitet wird, mussten hier deutliche Abschreibungen vorgenommen werden. Das operative Geschäft bei Wintershall Dea ist ein Gas- und Ölproduzent, sollte deutlich besser laufen wegen der hohen Energiepreise und das sollte sich natürlich auf die Zahlen bei diesem Tochterunternehmen auswirken. Auf der anderen Seite machen aber genau diese hohen Energiekosten bei BASF selber Probleme, weil es natürlich die Rohstoffkosten erhöht und damit Druck auf die Marge auslöst. Jetzt will BASF gegensteuern, ein Sparprogramm, ein umfangreiches, soll aufgelegt werden und es soll auch Personal abgebaut werden. Mehr als die Hälfte dieser Einsparungen soll dabei 2023 und 2024 im Hauptwerk in Ludwigshafen realisiert werden. Da sind ja die größten Probleme, denn Deutschland ist ja am stärksten von diesen hohen Energiepreisen betroffen. Die Prognose für das Gesamtjahr soll allerdings weiter aufrechterhalten werden. Sie wurde bestätigt. Auch das ist bemerkenswert. Erwartet wird ein operativer Gewinn, der lediglich 7-12% unterhalb des Vorjahres bleibt. Die Börse reagierte nach Bekanntgabe der Zahlen und der Sparmaßnahmen positiv. Der BASF-Kurs, der ja schon einige Zeit unter enormem Druck steht wegen dieser Energieproblematik und der Preisproblematik, der Kurs konnte sich durch diese Meldung etwas
erholen. Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt verstärkt sich. In 12 von 14 Großstädten haben die Preise im dritten Quartal nachgegeben. Damit zeigen sich die Auswirkungen dieser gestiegenen Bauzinsen und insgesamt der hohen Baukosten immer deutlicher. Banken vermelden mittlerweile durchgängig eine zurückgehende Nachfrage nach Immobilienkrediten. Eine der größten Bankengruppen in diesem Bereich, die Sparkassengruppe, hat ja bekannt gegeben, dass quasi über Nacht ein Stopp bei dieser Immobiliennachfrage erfolgte. Auch ein Ereignis, das die Sparkassengruppe noch sehr selten erlebt hat. Damit sieht man mal die Auswirkungen dieser Zinserhöhungen, in welcher Dimension sich das auch auf die Immobilienbranche auswirkt. Immobilienentwickler haben viele Projekte, die in Planung waren, bereits storniert. Und die Schweizer Großbank UBS, die warnt sogar, die aufgestaute Immobilienblase, die sich die letzten Jahre aufgebaut haben könnte. Die Immobilienwirtschaft ist jetzt über viele Jahre enorm gewachsen. Die könnte durch diese steigenden Zinsen zum Platzen gebracht werden. Die Inflation in den USA ist im September auf 8,2% gesunken. Das ist zunächst mal eine positive Meldung. Allerdings waren die Erwartungen größer. Erwartet wurde ein Absinken auf 8,1%. Naja, marginal könnte man sagen, aber dennoch, es ist wichtig, in welcher Geschwindigkeit die Inflation zurückgeht, weil das natürlich Auswirkungen auf die Notenbankpolitik hat. Die Erwartung bleibt eben, dass die US-Notenbank an ihrem aggressiven Zinsschritten festhalten könnte und damit die Wirtschaft in eine sogar schwere Rezession stürzen könnte. Das deutsche Wirtschaftsministerium sperrt sich nicht mehr, und das ist auch eine Nachricht, die aufhorchen lässt, gegen eine Förderung von Öl und Gas in der Ost- und Nordsee. Das ist eine deutliche Wende in der Energiepolitik. Noch im Koalitionsvertrag wurde ja beschlossen, dass eine solche Förderung vehement ausgeschlossen ist. Das für diese Genehmigungen zuständige Bundesland in Deutschland, nämlich Niedersachsen, hat er schon vor einiger Zeit umgelenkt und hat Genehmigungen erteilt für ein Gasfeld in Zusammenarbeit mit den Niederlanden. Und von daher kommt das Signal, es werden neue und weitere Genehmigungen sind möglich. Das heißt, mehr Gas könnte aus Nord- und Ostsee gefördert werden. Allerdings könnte das Ganze auch schnell wieder zum Scheitern gebracht werden, denn seit der Niedersachsenwahl könnte Widerstand drohen. Die Grünen, die ja relativ gut in dieser Wahl abgeschnitten haben, haben in ihrem Wahlkampf deutlich gemacht, dass sie sich kategorisch gegen weitere Genehmigungen aussprechen. Tja, und wenn eine entsprechende Regierung gebildet wird mit einer entsprechenden Macht der Grünen, dann könnte das auch schnell wieder das Aus dieser Förderung bedeuten. Entlastung auf dem Gasmarkt kommt aus Frankreich. Seit Donnerstag liefert das Land zum ersten Mal Erdgas nach Deutschland. Auch das ist ein Novum. Die bestehende Pipeline war ja immer nur in die andere Richtung, von Deutschland nach Frankreich in Betrieb. Das heißt, für diese umgekehrte Richtung mussten zuerst mal technische Änderungen vorgenommen werden. Auf der anderen Seite unterstützt Deutschland Frankreich mit Stromlieferungen, denn Frankreich hat ja schon seit einiger Zeit das Problem, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden mussten und damit ein Engpass auf dem Strommarkt in Frankreich entstanden wird. Also, das mal eine positive Zusammenarbeit innerhalb Europas. Das war's von mir von dieser Woche. Was ist Ihnen aufgefallen? Was habe ich vergessen? Schreiben Sie es mir in die Kommentare.
Schreiben Sie mir auch Ihre Meinung zu den Punkten, die ich angesprochen habe. Und wie immer, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zur neuen Woche.